Herzlich willkommen bei Futorial. Mein Name ist Sinan Kurtulus und wir sind beim Track Rating. Heute gibt es einen Track von Darkflip. Darkflip hatten wir, glaube ich, schon mal. Und der Track heißt The Pain, Agony and Terror of Living in This World. Klingt martialisch. Wenn ich heute so ein bisschen viel rumbounce, ja, ihr seht das hier so, dann liegt das daran, dass ich auf so einem Gymnastikball sitze. Link gibt's in der Videobeschreibung. Jetzt muss ich echt einen Link in die Videobeschreibung setzen. Wir kommen zum Track Rating. Also Darkflip, The Pain, wir haben schon reingehört. Ich habe alles wieder überquatscht. Wir gehen nochmal ins Intro, fairerweise. Okay, es baut sich ein bisschen Spannung auf. Hoch. So. Was sagt Mono dazu? Alles gut. Okay, wir sehen hier im Pegel, dass hier die Snares, da sind die Dreier-Snares hier. Tam, tam, tam. Ja. Gut, wir haben einfach mit Dynamik gearbeitet, ja. Also diese Snares, die können sich durchsetzen. Ist soweit in Ordnung. Wir hören mal in den Break rein. Okay, das Ganze basiert auf dieser ansteigenden Melodie, also dim, 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 auf sehr kurze Notensprünge. Das Ganze hat sowas wirklich Bedrohliches und wir sehen es hier oben schon, ich habe mir mal die Mühe gemacht, das Tempo rauszufinden, je nachdem, wenn man davon ausgeht, dass das die Schläge sind. Ich habe es so gehört zumindest, dann sind wir bei 215 BPM. Ordentlich. So, der Track hat aber eine ganz andere Besonderheit. Und das wird deutlich, wenn wir uns das Raster hier mal anschauen. Hier fängt der Beat an, ja? Also wir haben hier eine... Da ist genau der Impact hier. Und wenn wir jetzt mal diese Zwischendinger hier zählen, dann zählen wir 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben also 5 Schläge pro Pattern. Wie habe ich das eingestellt? Hier bei File Settings, Project Info. Auch nicht, Project. Da, Beats per Bar 5. Wir können uns auch, wenn wir mitzählen, dann merken wir das auch. Ist ein bisschen schnell, aber das Ganze ist halt eben nicht der klassische Viervierteltakt. Ich habe auch gesehen im Thread auf Futorial, dass da eifrig drüber diskutiert wird, was das genau für ein Taktschema jetzt ist. Um 5/4 sagt Just One More, er selbst sagt 5/3, anderer sagt 5/3 habe ich ja noch nie gehört. Elise sagt, klingt sowieso komisch. Whatever. Auf jeden Fall muss man jetzt ja schon mal ankündigen, gibt auf jeden Fall Innovationspunkte. Sowas hört man nicht alle Tage. Ist auch irgendwie... Man kommt so ein bisschen ins Straucheln. Gut, aber wenn ein Titel Terror im Namen schon hat, ja, dann erwartet man eben auch nicht jetzt die Komfortzone mit Viervierteltakt. Hier hört man im Übrigen nochmal sehr, sehr schön dieses Taktmuster, weil man kann immer bis zur Snare wirklich durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
Ja, da merkt ihr, das ist irgendwie anders. Welches Tempo das jetzt genau hat, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auffällig ist auch Dark Flip, die andere Nummer, wenn ihr euch erinnert, war die überhaupt von Dark Flip, aber das ist derselbe, wenn wir uns das hier anschauen. User ist ja Ryo Teal Knivergent und mit seinem Artistnamen Dark Flip. Und da wird doch schon einiges deutlich, da ist jemand immer sehr kreativ und experimentierfreudig. Mixdown und Mastering mäßig, das ist schwierig zu bewerten, weil er wirklich wieder ganz aus den Standards rausbricht. Ja, also da ist schwierig irgendwann zu entscheiden, ist das nicht gut gemacht worden oder ist das Kunst? Das gehört so. Ja, da ist ja immer die Schwierigkeit dann bei. Grundsätzlich muss man sagen, es sieht soweit in Ordnung aus. Wir haben Luft nach oben, im Stereofeld klang alles gut. Ob da im Bassbereich, wir können uns das mal runtergefiltert anhören. Ist aber auch eigentlich alles soweit in Ordnung. Also da kann man nicht meckern. Das Ganze klingt natürlich so ein bisschen scheppernd und blechernd und irgendwie, ja, so kratzig auch. Aber wie gesagt, ich würde es nicht als unfähig bezeichnen, sondern als, doch, ich denke, eher gewollt. Ne? Steht ja auch dran, mastered, ja, also der Track ist gemastert. Da kann das ja nicht so falsch sein. Kommen wir mal zur Bewertung. Do you like it? Schwierig, mag ich das. So mittel, ne? So 6. Ich find's okay. Innovativ ist das. Also gerade mit diesem Taktschema, das hat man so nicht so häufig gehört. Sounddesign ist okay. So. Also er benutzt ja häufiger, das gehört sich mal an wie diese Amen-Break-Sounds. Ich weiß gar nicht, ob es die sind. Mixer Mastering auch nichts verkehrt. Ich hau das Ding mal so raus. Und bin mal gespannt, was die Community so sagt. Heute ist mein Internet mal wieder, zeigt sich von der besten Seite. Ich brauche so eine Jeopardy-Melodie auf irgendeinem Ton. Dim, dim. Ach, wir sind ja schon soweit. Show Results. Interessant, dass er nicht als so innovativ bewertet wurde. So vom Geschmack her, ne, 5,83, also genau mein Rating auch. Haben die Leute echt sowas schon häufiger gehört? Ich fand's doch sehr kreativ. Naja, vielleicht wollt ihr nochmal mitdiskutieren, vielleicht hat auch einer eine Ahnung, wie man dieses Taktschema ganz genau nennt. Ich weiß auch gar nicht, sind die eigentlich am Ende auf ein Ergebnis gekommen? Ich muss mich da auch nochmal einlesen, Mensch. Ja, ansonsten danke wie immer fürs Einschalten und bis zum nächsten Track Rating. Macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss!